Pakete sind angekommen. Gut. Schauen wir mal, was drin ist. Ich habe über eBay ein paar Dings recht gut ersteigern können. Da ist die Lok drinnen. Ah, das Krokodil haben wir da drinnen. Auf das bin ich schon gespannt. Der Katalog hat damit geschickt, zumindest als Verpackungsmaterial. Den neuen Katalog von 23 passt. Ich werde es euch dann später mehr zeigen. Also, und jetzt einmal haben wir in den Karton war die Krokodil drinnen. Auf die freue ich mich auch schon sehr. Von Rocco, zum Glück habe ich sie noch bekommen. Dann haben wir, was haben wir da? Auch verschiedene Firmen gewesen, wo ich da bestellt habe über eBay halt. Ne? Die schicken alle einen Katalog mit. Die Kataloge brauche ich aber auch nicht. Was haben wir da bei Lok drinnen? Da haben wir die LTE H0 71984. Mal schauen. Warte da noch einmal mit den Dings, wie die ausschaut, damit wir sehen. Die zeige ich euch gleich, damit wir wissen, wie sie aussieht. Zumindest machen wir mal den Deckel auf. Ah, das ist diese schöne Lok. Muss man dann noch zurüsten. Mal Rüstteile dazu bekommen. Eine sehr schöne Lok. Mal schauen, ob da eine Rechnung drinnen war. Ja. Rechnungen sind immer wichtig. Dann machen wir die nächste auf. Hops, pops. Da dürft höchstens. Okay, das ist sehr leicht. Das könnte ein kleiner Dampflok sein, den ich da bestellt habe. Ein paar gute Schnäppchen. Ich weiß, alle digitalisiert waren. Auch. Ja, digitalisiert sind. So, was haben wir noch mit was drin? Aha, Rechnung plus Gummibärchen. Dass das die kleine Lok sein wird. Ja, die schaut. Oh, ist die lieb. Aber das ist nicht H0, das ist N, glaube ich. Hm? Das gibt es nicht. Nein, das wird schon H0 sein. Das ist ganz eine süße Mini-Lok. Auf die bin ich ganz gespannt. Wie die süß ausschaut. Muss man auch schön aufpassen auch auf sie, damit sie nicht Hanul, ja, passt. Gut, dann schauen wir mal da rein. So, da könnte man auch nicht. Ah, das habe ich auch bestellt, genau. Da ist ein Buschkatalog dabei. Von
Woodland Scenic, glaube ich, ist das, gell? Nein, DPM Design, das ist eine andere Firma, genau. Ich weiß noch nicht, da, ob da jetzt beide Häuser drin sind oder nur das eine, das war nicht ersichtlich. Ah, zwei. Also da sind diese beiden Häuser sind da drinnen. Da gibt es dann wieder ein Bauvideos. Das freue mich auch schon, dass ich das so machen kann. Was haben wir da gekriegt von der Firma Hertle? Okay. Das ist jetzt. Ich dürfte ein bisschen an die Waggons, aber glaube ich auch. So. Passt. Und da. Verpackt ist alles recht gut, muss ich sagen. Passt. Ah, da habe ich ja. Ah, ja, genau, die ESO Dampflok bekommen. Die raucht, die hat nicht nur Sound, die raucht auch. Und einen Pico-Waggon. So, da haben wir jetzt ein bisschen größeres Backel. Mal schauen, was da drin ist. So, aufgemacht. Das unter wieder. Da haben wir was von Lilliput, das Bahnhofsgebäude. Von Lilliput das Bahnhofsgebäude fügen. Das wird wieder ein Bastelvideo sein. Dazu kommt dann natürlich das Nebengebäude. Das gehört noch dazu. Muss man aber extra kaufen. Dann habe ich eben zwei Bogenweichen gekauft, die ich brauche. Ah, da habe ich ganz was Schönes. Genau, lustig. Das werden die, genau, die Weichensteller sein. Das sind die, habe ich digital gesteuerte Weichen. Ah, das ist endlich, dass ich die Züge schöner raufkriege auf die Gleise. Und das ist eine gerade Weiche. Noch dazu. Nun muss ich da jetzt schauen. Dass wir da nicht die zwei gleichen. Na, 64, 65 passt. Alles passt. Und dann habe ich da was ganz Schönes. Das ist die Nordländer Dieseltriebzug von Rocco. So, ich packe sie jetzt nicht aus, damit ihr mal seht auf dem Bild, so schaut die aus. Für die bin ich auch schon sehr gespannt, wie die auf der Anlage fährt. Das ist einmal die Lok. Im Prinzip sind das ja zwei Loks, links und rechts, weil die Pfanne extra. Und der eine Triebwagen, der vordere, zieht eben in die eine Richtung und der andere in die andere. Okay, da hat es jetzt was gehabt. Von Syncraft haben wir das Gebäude. Bastelvideo. Und von Horny das Gebäude. Entschuldige. Ich habe jetzt ein paar zwei Steinhäuser gekauft zum Basteln, weil ich keinen Bock mehr gehabt habe, das noch einmal so lange. Wie soll ich sagen? Das Haus zu bauen, wie das, was ich gerade selber baue und ihr ja die Videos sehen könnt. Ah, dann habe ich von Pico, was man sehen kann, ein bisschen schon diesen, wie heißt das schnell? Ich wusste jetzt nicht drauf, wahrscheinlich Säure, genau, Säurewagen. Säurewagen, den wollte ich. Ihr seht das alles dann natürlich noch von näher. Dann eine Dreierkombination von alten Waggons, und zwar die 34043. Dann haben wir da zwei Postwegen, längere, größere, und zwar die 7411
1,11. Dann haben wir diese Sterl, diese, eigentlich, wie sagt man zu die? Fällt mir jetzt nicht ein, ist ja wurscht. 77,24, 3 Waggons. Dann haben wir wunderschöne von Joyneff, heißen die. Gehen wir das runter. Lange Waggons. Ich hoffe, die fahren auf meiner Bahn schön. Bin mir nicht so sicher. Normal müsste es schon was gehen. Ja. Dann haben wir noch einmal von der französischen Bahn, diese silbernen Waggons. Ihr werdet alles nachher natürlich noch in detaillierten anderen Videos noch einmal alles sehen, damit ihr das schöner seht. Diese Waggons, die eben auch eigentlich Viehwaggons scheinbar sind. Ne? Dann haben wir den wollte ich unbedingt haben, den Waggon mit diesem alten Bus drauf. Lilliput ist der andere ist Pico gewesen. Und da haben wir auch noch Lilliput Waggons, eine Vierer-Kombination, die war recht günstig. Die habe ich mir auch noch genommen, so, die schauen grün dann aus. Also die werdet ihr dann in Zukunft alle noch ein bisschen näher sehen. Was man eben auch, da haben wir wieder was mitbekommen. Weil es da am günstigsten war, ist dann die Burg, die auf meine Anlage raufkommt, in Kibri. Wobei ich sie ja nachher noch, wie gesagt, das mal weg da, ich sie ja dann noch ein bisschen nachfärben und genauer machen möchte. Gut, das ist unser heutiges Pakete auspacken gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe Spaß und Freude gehabt.